Willkommen auf meinem Kanal mal wieder zu einem Video, welches nur für YouTube gemacht wurde und kein Ausschnitt aus meinem Stream ist. Ich wurde vor ein paar Tagen von einer Zuschauerin, glaube ich, war das, gefragt, ob ich für den Mage mit Level 85 nicht auch so ein Video machen könnte, wie ich das mit Level 80, 70 und 60 gemacht habe. Und dieser Bitte möchte ich jetzt nachkommen und euch zeigen, in welcher Rotation oder mit welcher Rotation ich dann quasi mit Level 85 als Feuermage die Gegner bekämpfen würde. Ich bin dazu jetzt hier in Sturmwind mal gegangen und habe mich hier zu den Trainingspuppen gestellt, weil da kann man das eigentlich wunderbar zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit einer Gruppe an. So, wenn wir eine Gruppe von ja, drei oder vier mehr Gegnern vor uns haben, gehe ich erstmal hin und knall auf jeden erstmal eine lebende Bombe drauf, damit das schon mal schön tickt. Dann gehe ich hin, mache den Flammenstoß da rein. Dann kommt die Druckwelle. Je nachdem, wie die getankt werden, kann man dann noch so einen Drachenbrudem reinmachen. Und danach fängt man einfach an, den Feuerball zu kasten. Wenn jetzt hier der Feuerschlag prockt, haue ich ihn ganz gerne raus, weil dann ist meistens der Pyroschlag, der kommt dann als Proc. Und den kann man dann auch wunderbar raushauen. Ja, und dann einfach immer weiter Feuerball, Feuerball. Je nachdem, wie lange die Gegner leben, erneuert man die lebende Bombe. Ja, dann nochmal die Druckwelle. Eventuell auch mal den Flammenstoß, je nachdem, wie lange das dauert. Und so weiter. Eigentlich nichts Besonderes, wie ich finde. Passt. Ihr könnt natürlich dann auch noch dazu das Einäschern aktivieren. Oder auch noch das Spiegelbild. Würde ich jetzt aber auch nur machen, wenn die Gegner wirklich ein bisschen was an Leben haben und länger leben würden. Das war es im Grunde für die Gruppe. Wenn wir jetzt ein einzelnes Ziel bekämpfen, zum Beispiel irgendwie einen Boss in irgendeinem Dungeon, kann man hingehen, ich mache es nicht, und den Pyroschlag quasi forecasten, ja, weil der braucht seine bei mir jetzt 3,23 Sekunden, kann man forecasten, ja, in der Zeit, wo der Tank drauf zuläuft. Ich mache es persönlich nicht. So, was ich mache, ist erstmal lebende Bombe drauf, die Flammenkugel drauf, Einäschern zünden, Spiegelbild zünden und dann den Feuerschlag. Feuerschlag, sondern den Feuerball die ganze Zeit. Feuerball, 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 bis dann mal der Pyroschlag prockt oder der Feuerschlag. Wenn ihr euch, da kommt gerade der Feuerschlag, zack, und dann der Pyroschlag hinterher, lebende Bombe erneuern. Wenn ihr euch während des Kampfes bewegen müsst, ja. Machen wir das mal hier, dann könnt ihr wunderbar einäschern dann zum Beispiel benutzen. Dieser Cast ist jetzt auch während der Bewegung möglich. Und natürlich, wie sonst auch immer, der Feuerschlag, zack, Pyroschlag. Und wenn der Gegner dann immer noch nicht tot ist, lebende Bombe wieder erneuern. Da auf jeden Fall drauf achten, dass lebende Bombe, wenn das Ding hochgeht, dass das direkt wieder erneuert wird. Und das ist eigentlich so die ganze Rotation eines Mages. So, mehr ist dazu eigentlich von meiner Seite aus nicht zu sagen. Wenn ihr da irgendwie noch Vorschläge habt oder Änderungen, dann immer raus damit. Was ich jetzt hier nicht gemacht habe, ich hatte jetzt kein Int-Buff und ich hatte meine glühende Rüstung nicht an. Ja, dann natürlich darauf achten vor dem Kampf, dass das Zeug aktiv ist. Vielleicht noch eine kurze Sache im Bossfight. Der Mage hat ja jetzt die Zeitkrümmung, ist sowas wie das Heldentum von Schamanen. Ne? Das dann, wenn ihr keinen Shami dabei habt, der das aktiviert hat, dann auch natürlich aktivieren. Dann gibt es auch nochmal 40 Sekunden lang mehr Damage auf den Gegner. Geht natürlich auf die ganze Gruppe über. Ja, so, wie gesagt, das war's jetzt. Das noch angefügt und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das so okay ist, ob ihr vielleicht Verbesserungen habt und ja, würde mich freuen. Ansonsten besucht mich gerne auf meinem Twitch-Kanal www.twitch.tv/bluepython. 80. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis dahin, adios.